Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 1, der Director's Cut. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ihm, ja, anscheinend 25% des Spiels geschafft haben, darf man dem Speicherstand folgen. Da steht 25%. Ja, nicht. Das heißt, Entschuldigung, wenn hier? 32 Folgen sind, dann wär's perfekt. Nein. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Ist das eine Fangfrage? Nein, ich habe dich nur Okay. gefragt, ob du ihn kennst. Dick und doof. Okay, wenn das so ist, nö. In dem Fall Flop und Guido. Hast du diese Clownsnase schon mal gesehen? Nö. Erkennst du das Taschentuch hier? Denk mal genau nach. Nö. Du musst dich ein bisschen beeilen. Zeit ist abgelaufen, also verrate ich's dir. Es ist ein benutztes Taschentuch mit reichlich Bestheimers Nummer 12 drauf. Wenn du meinst. Gib mir die Hand. Nö. Och, verdammt. Hast du einen Typ gesehen, der als Clown verkleidet war? Nö. Hab ich den echt verpasst? Oh Mann, das ist ja vielleicht dämlich. Ich mag Clowns, du vielleicht nicht? Da ist ja sogar Fernsehen lustiger. Ich find's toll, wenn sich die Typen wehtun. Kann ich mir denken. Sahnetorte, Schlauch in die Hose und dann Doing. Volle Kanne ein Brett in die Visage. Alles so toll. Ist dir jemals ein Typ mit Namen Plantard über den Weg gelaufen? Nee. Du hast deine Chance vertan. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch im Leichenschauhaus. Kennst du vielleicht einen Typen, der Khan heißt? Nee, nie gehört. Ich sehe dich dann später. Nicht, wenn du mich zuerst siehst. Entschuldigung. Ja? Was sagt dir dieses Werkzeug? Schwere Arbeit. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Überall die Wie lange hast du Ziegengeräusche. schon Oh. Spiel gemacht? Aber sicher. Hast du schon mal diese Clownsnase gesehen? Nein. Unsympathisch. Was sagt dir dieses Taschentuch? Meinst du das im Ernst? Oh ja, schau dir mal genau an, womit es vollgeschmiert ist. Du bist ja krank. Voll krank. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? Ich suche einen Clown. Soll das lustig sein? Nein, ich suche wirklich einen Clown. Außer dir gibt's hier keine Clowns. Hast du mal was von einem Mann namens Plantard gehört? Nein, der Und Name Guido sagt ist mir echt gar nichts. legendär. Kennst du einen Mann, der Khan heißt? Nein, kenne ich nicht. Ich muss ihn unbedingt treffen. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, ich kenne ihn nicht. Ja, jetzt treffen wir den nette Damen und den netten Herrn. Sprechen erstmal mit dem Nobelpreisgewinner. Weil die Frau echt sympathischer ist. Entschuldigung, habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr? Ja, das bin ich. Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Würde Ihnen etwas einfallen, wenn ich Ihnen sage, dass man damit Kanaldeckel öffnet? Ihre Technologie erfüllt mich mit Ehrfurcht. Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich Khan. Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich? Ich bin Privatdetektiv. Was sagt Ihnen diese Clownsnase? In meinem Land haben wir keine Verwendung für Clowns. Freut mich, das zu hören. Bei der letzten kulturellen Säuberung wurden sie gründlich ausgemerzt. Was ist mit Pantomimen? Haben Sie die auch erwischt? Alle weg. Unsere Boah, weiß er jetzt vom Straßenzüge Pantomim? sind mimenfrei. Hört sich himmlisch an. Sagt Ihnen dieses verschmierte Taschentuch etwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Dann mein erstes Kommunistenschwein. Problem mit Ihrer Einstellung. Kennen Sie einen Typen mit Namen Plantard?
Ich kenne doch nicht jeden in Paris. Oh, na gut. Der Typ ist jetzt sowieso tot. Warum fragen Sie mich nach toten Leuten? Ich habe mehr als genug Tote in meinem Leben gesehen. Das glaube ich Ihnen gern. Haben Sie einen Clown gesehen? Verzeihung. Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine Hosen sind aus England. Marks & Spencer. Es ist eine Freude. Sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm. Diese Stützfunktion. Wirklich das zu hören. Ob Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind. In meinem Land benutzen die Leute Bindfäden und Eierkartons. Für Hosen? Für alles. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. Warum interessieren Sie sich für Khan? Er ist ein Feind meines Volkes. Sie wissen, dass er ein Killer ist? Natürlich. Unter anderem. Würden Sie mir bei meinen Untersuchungen in puncto Khan helfen? Das ist nicht möglich. Mein Befehl lautet: Beobachten. Ich kann meine Position als Ehrengast der hiesigen Regierung nicht gefährden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mr. Spion. Auf Wiedersehen. Reden wir mit der netten Dame. Man kann ja gar nichts mehr so wirklich angucken. Das ist echt schade. Original konnte man sich, konnte man fast alles anklicken. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mann. Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Ja, ja. Einen schwachen Moment lang glaubte ich. Oh, egal. Möchten Sie sich nicht vorstellen? George. George Stobbart, Ma'am. Wie nett. Ich hatte mal einen Stallburschen, der George hieß. Ich bin Lady Pierrement. Die normale Reaktion ist hinzuknien und zu stottern. Aber das muss nicht unbedingt sein. Eine echte Lady? Ich meine, Sie haben ehrlich blaues Aristokratenblut? Das weiß ich nicht. Die wenigsten meiner Vorfahren waren ehrlich. Aber immerhin bin ich auch blau. Ich kann meine Familie bis zu den Normannen zurückverfolgen. Aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Unter all den tollen Titeln bin auch ich nur aus Fleisch und Blut. Das Blut ist vielleicht blau, aber das Fleisch ist gute englische Qualitätsware. Um es mal so auszudrücken. Sie wirken unkonzentriert, George. Kann ich Ihnen Können Sie sich vorstellen, wofür man dieses Werkzeug benutzen könnte, Ma'am? Ich kenne jemanden, an dem ich es gerne ausprobieren würde. Ja. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Mein Gott, das ist er. Das ist Morlan. Sie vereinigt in sich alles, was ich an Engländern liebe. Die Frau ist super. Merlin, Sie meinen König Arthurs Zauberer? Du meine Güte, nein. Monsieur Morlan ist ein Hotelgast hier. Wissen Sie, was das ist? Ich würde sagen, es könnte sich um eine Clownsnase handeln. Volltreffer. Sie wurde von einem bösartigen Killer als Verkleidung getragen. Ah. Monsieur Moulin, zufälligerweise? Ist da und sie sagt Monsieur. Anderer. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Ich bin kein zartes Pfeilchen, aber bei diesem Thema wird mir etwas blümerant. Die Frau ist so toll. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, den Buzzer an dieser netten Dame auszuprobieren. So bringst du es nie zu was. Da draußen ein Gangster herumlungert? Gangsterpaar. Warum glauben Sie, dass er ein Gangster ist? Der italienische Anzug und die Beule in seiner Tasche. Ich kenne viele Männer, die italienische Anzüge und Beulen in der Tasche haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Gangstern. Aber es ja doch. Der Mann, den Sie als Moala kennen, ist ein Betrüger. Was wollen Sie damit sagen, Zuckerhäschen? Er ist ein Mörder. Außerdem benutzt er den Namen Khan. Oh, ich bin schockiert, Mr. Stobbart. Zutiefst. Ich hielt ihn für einen Mann von Ehre. Hören Sie, ich... Als hätte gerade nicht unser Gespräch gehört. Ih, das wirst du auch noch. Das letzte Mal gesehen. Das war vor nicht einmal einer Stunde. Er kam die Treppe herunter und sprach mit dem Empfangschef da hinten. Irgendetwas wurde übergeben. Ich konnte nicht genau sehen. Was? Ein Koffer? Nein, kleiner als das. Ein Bündel Papiere vielleicht. Der Empfangschef legte sie in den Hotelsafe und Morlan ging hinaus.
Sind Sie sicher, dass Moala Dokumente in den Safe liegen ließ? Ja, Darling. Absolut. Ich möchte zu gern wissen, was das war. Offensichtlich etwas sehr Wichtiges. Ja, was ihm... Da hilft sie uns noch. Ich würde es zu gern in meine Hände kriegen. Ich wette, es hatte etwas mit Plantards Koffer zu tun. Ist Moala wieder ins Hotel zurückgekommen? Nein. Möchten Sie sein Zimmer durchsuchen? Wenn ich reinkäme, klar. Machen Sie Urlaub in Paris? Nein, Darling, ich mache Ferien. Nach Elgis Begräbnis... das ist ein englischer Witz. Ich weiß nicht, dass Sie um einen Ihrer Lieben trauern. Das tue ich auch nicht, er war mein Ehemann. Urlaub sagen die Amerikaner, Vacation und Holiday sagen die Briten. Ferien. Tut mir leid, dass Ihr Mann gestorben ist. Das täte es nicht, wenn Sie ihn gekannt hätten, mein Lieber. Es war eine Gelegenheit, endlich die wohlverdienten Ferien anzutreten. Daphne schlug einen Tapetenwechsel vor. Paris, sagte sie. Eine wilde Affäre ist genau, was du brauchst, um dich abzulenken. Ah ja, das Einzige, was bis jetzt einer Affäre ähnelte, war die Sache mit dem betrunkenen bretonischen Küchenchef. Ich muss sagen, dass mich sein Coq au Vin ziemlich enttäuschte. Absolut nicht, was ich erwartet hatte. Ich wollte schon meine Ferien abbrechen, meine Sachen packen und nach Hamel Herbste zurückfahren. Das heißt, bis letzte Nacht. Und warum habt ihr euch hin? Mich hat es erwischt, Mr. Stoppard. Cupidos Pfeil grub sich tief in meinen Busen. Konnte er auch kaum verfehlen. Was mir immer geträumt hatte. Intimer Kerzenschein, romantische Musik erfüllte den Raum. Und dann der Blick eines Fremden. Diese überschatteten Augen, diese eleganten Manieren, diese engen Hosen. Das war der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich aufgetaucht ist. Ach, aber es hat nicht sollen sein. Er spielte nur mit meinen Gefühlen. Wenn ich ihn jemals erwäsche, ist er ein toter Mann. Wer hat sie denn so hereingelegt? Sein Name war Morlin. Rezeption. Na, nicht das. Na, na. Das ist so toll. Niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Jetzt siehst du aber schnell. Für Zimmer 22 ist Moala. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Aber sicher doch. Was halten Sie von diesem Werkzeug? Fantastisch, Monsieur. Ich bin sicher, Sie benutzen es wie ein Profi. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Es ist Moala, nicht wahr? Alias Khan, der Clown. Ich sagte Ihnen doch, das darf ich nicht sagen. Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Ein Taschentuch. Kann ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Wer hinein, es könnte noch nützlich sein. Aber das erinnere ich mich auch noch. Wie Sie wünschen, Monsieur. Manche Dialoge erinnere ich mich echt noch. Sie es gerne in eine kleine Plastiktüte stecken? Nein, ist schon so in Ordnung. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Wenn Sie das sagen. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Den finden wir gleich noch. Einen Führerschein vielleicht?
Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifizieren. Was gibt es Einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Wohnt bei Ihnen ein Gast namens Khan? Non, Monsieur. Vielleicht möchten Sie mal im Melderegister nachsehen? Das habe ich schon gemacht. Hallo. Dann wissen Sie, dass ich die Wahrheit sage. Saint Armand möge mich mit einem Blitzstrahl treffen, wenn ich lüge. Ich dachte, er dürfte uns keine Auskunft geben. Khan nennt, hat eine Narbe auf der rechten Schon wieder eine andere Stimme. Ich sage Ihnen, ich kenne keinen Mann mit Namen Khan. Vielleicht nicht, aber mir fällt auf, dass sich sein Gesichtsausdruck geändert hat, als ich die Narbe erwähnte. Jumala. Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Was jetzt, Monsieur? Ich glaube, dass Khan, der Mann mit der Narbe, auch unter dem Namen Moalin bekannt ist. Der Mann, der in Zimmer 22 wohnt. Na und? Was wollen Sie? Rein in sein Zimmer. Haben Sie eine Lizenz, Monsieur? Zum Töten. Eine Lizenz als Privat. Ich glaube, der Witz, der kommt sogar noch. Das nur nicht gerade, aber ich kann alles erklären. Moment. Tut mir leid, aber ohne Papiere kann der ich kam mir nicht helfen. Ich bestehe darauf, dass Sie mir den Schlüssel zu Moalins Zimmer aushändigen. Das kann ich nicht, Monsieur. Dieser Typ, Moalin, ist eine Gefahr. Das sagen Sie, Monsieur. Er ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für Ihre Gäste eine Gefahr. Er hat mit den Gefühlen von Lady Pierrement gespielt. Ciel, schreckt dieser Mann denn vor nichts zurück? So ist es. Er hat schon einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal getötet. Mit Ihrer Hilfe kann ich ihn vielleicht stoppen. Und wenn er herausfindet, dass ich Ihnen geholfen habe? Nein, das kann ich nicht. Was den Schlüssel an dem Hakenlord angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Nein. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Tja. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Tja, und da hilft uns dann die Lady Pierrement, aber das in der nächsten Folge. Tschüss.